philosophisch muss ich auch sagen, oder sagen wir mal, als Wissenschaftstheoretiker würde ich auch sagen, die Idee der Paralleluniversen ist nicht besonders fruchtbar. Der Kern jeder Naturwissenschaft ist erstens, oder die entscheidenden Punkte einer jeden Naturwissenschaft ist die Kausalität, erstens, und die Auseinandersetzung zwischen Hypothese und Experiment. Der Kern jeder Naturwissenschaft ist erstens, oder die entscheidenden Punkte einer jeden Naturwissenschaft ist die Kausalität, erstens, und die Auseinandersetzung zwischen Hypothese und Experiment. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, und das ist bei Paralleluniversen per Definition nicht mehr der Fall, dann werden beide wichtigsten Punkte, die die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Welt so grandios und triumphal in den letzten 300 Jahren durchgeführt hat, die sind weg. Das heißt, Naturwissenschaft wird zur Esoterik. Die Paralleluniversen ist für mich eine Grenzüberschreitung, die sollten wir uns nicht antun. Es gibt keinen Grund dafür, es gibt genug innerhalb dieses Universums zu erforschen, als dass man anfangen muss, Objekte zu erfinden, die man niemals wird überprüfen können. Also halte ich überhaupt nichts von.